perfekt, Flanke, gute Timing in Box. Sehr gelungener Nachmittag. Da macht jeder für jeden anderen die Meter mit. Zusammen verteidigt, zusammen gepusht, cooler Sieg. Erste 15, 20 Minuten haben wir ein bisschen Probleme mit unserer Druck zu bekommen. In der ersten Halbzeit hat es Bremen ganz gut gemacht. Wir wussten ja, dass sie sehr offensiv stark sind. Aber danach haben wir ein bisschen enger zusammenstehen. Wir haben da ein bisschen umgestellt und ab da lief es eigentlich besser. Und dann, finde ich, haben wir es sehr gut gemacht, also wirklich sehr diszipliniert verteidigt. Wir haben, ich glaube, zwei andere ganz große Chancen in der ersten Hälfte. Die Umschaltmomente, die wir hatten, auch versucht, gut und sauber zu Ende zu spielen. Das ist uns dann bei den Toren sehr gut gelungen. Ja, zweites Spiel, zwei Tore zu machen, ist natürlich sehr schön und hoffentlich kann es weitergehen. Wir haben Ballgewinn, Haki, der spielt zu mir. Ich bin dann in der Mitte, spiele zu Markus. Der steckt halt super durch. Ich laufe einfach hinterher. Also ich komme irgendwie ins Straucheln und dann habe ich den Ball auf der linken Seite und Lee macht dann einen super Laufweg, nimmt den Ball perfekt mit und schönes Tor. Das hat uns immer ermahnt, dass wir trotzdem wach bleiben, weil wir genau wussten, dass wir gerade hinten raus noch Tore schießen können. Natürlich gab es die ein oder andere Chance, manchmal Robin gut halten müssen. Aber ich glaube, diese mannschaftliche Geschlossenheit, die wir an den Tag gelegt haben, war eben ein großer Faktor dafür, dass wir gestern das Spiel dann auch zu null bestreiten konnten. Es haben wirklich alle den gleichen Plan gehabt, an einem Strang gezogen. Das heißt, es haben nicht 7, 8 Spieler eine Idee gehabt, sondern 11. Man hat in der Trainingswoche schon gemerkt, dass ein paar Spieler ausfallen werden, leider. Aber es war sehr gut von uns, dass wir es einfach von Anfang an so angenommen haben. Und alle, die damit vor Ort waren, wir haben von Anfang an, hat man das Gefühl gehabt, wir sind eine Einheit. Jetzt haben wir viele Spiele. Erstes Spiel war ein, haben wir gewonnen. Und Dienstag wieder ein, Freitag wieder ein. Das hilft jedem einzelnen Spieler, Selbstvertrauen darauf mitzunehmen, die positiven Dinge, die wir in Bremen wirklich gut gemacht haben, mitzunehmen. Ja, uns erwartet auf jeden Fall ein sehr ekliges Spiel. Ja, natürlich ist Pokal ist andere Stimmung, ist ein anderes Spiel. So, ja, wir müssen da sein. Ich glaube, Lübeck, die machen es auch richtig gut in ihrer Liga gerade. Also ich kenne die Liga noch. Früher habe ich da auch gespielt in der Liga. Und habe da noch ein paar Kollegen, die mir auch vielleicht ein paar Tipps geben können. Wir haben jetzt eine gute Situation, in der wir wirklich selbstbewusst dorthin fahren können. Und ich denke, für jeden Einzelnen ist klar, dass unser Ziel auch sein wird, dass wir da eine Runde weiterkommen.